Didacta 2022. Endlich ist es soweit. Die Bildungsmesse öffnet wieder ihre Pforten. Ich bin hier heute in Köln und nehme euch mit auf die Didacta und zeige euch, was in diesem Jahr alles geboten ist. Also kommt mit. So, wir sind jetzt hier bei unserem Betzold Messestand. Wir haben hier einige Produkte für euch, die ihr hier testen könnt, anschauen könnt. Ihr könnt es natürlich auch alles bestellen mit Messerabatt. Wir haben auch tolle Goodie-Taschen zum Kaufen. Und was es hier eben auch gibt, das ist Class VR. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und wer uns das am besten erklären kann, ist der Matt von Class VR. Hallo Matt, ja, schön, dass du hier bist. Erklär doch mal, was ist Class VR eigentlich genau? Ja, also Class VR ist ein VR- und AR-System für die Schule. Das besteht aus zwei Elementen, Hauptelemente. Das eine ist der Headset hier und das zweite ist ein Portal. Und das ist ein Software, das total geeignet ist für die Schule, für Lehrer, die ihren Stunden planen möchten, Inhalte raussuchen und auch liefern können. Das heißt, sie können Schüler eine greifbare Erfahrung geben. Wenn sie die Schüler an den Mond nehmen möchten, dann können sie auch an den Mond gehen. Wenn sie Formen diskutieren möchten, dann können sie auch Formen anhand von dieser Kamera hier machen. Und das total Geilste an dieses Produkt ist, dass man über diesem Portal immer schauen kann, was die Kinder durch die Brillen schauen. Mit Headsets, sobald die hier drauf sind, hat man normalerweise überhaupt keine Ahnung, ob die Schüler auf YouTube sind oder was downloaden. Aber hier, dadurch, dass es ein geschlossenes System ist, kann man immer Kontrolle darüber haben. Wenn jetzt Lehrer technisch vielleicht nicht so affin sind oder sogar, Class VR, oder VR generell, habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Komme ich damit klar? Brauche ich da erstmal Hilfe? Was können Sie denjenigen sagen? Also kann das wirklich jeder bedienen? Doch, ich finde schon. Also die Technologie ist ganz einfach im Vergleich mit 3D-Druck oder Robotik. Wie man diese Playlisten zusammenstellt, ist Drag and Drop. Also ähnlich wie auf iTunes oder sowas, das fast jeder benutzt hat. Beim Setup muss man das mit einem WLAN verbinden. Das braucht manchmal eine Unterstützung von der IT-Abteilung. Aber danach läuft es einwandfrei. Also ich habe sehr wenige Personen kennengelernt, die bei der Benutzung von Class VR Probleme hatten. Sind die Inhalte vorgegeben oder gibt es da eine Bibliothek, aus der man auswählen kann für spezifische Lehrplanelemente, Inhalte? Also wir haben eine Bibliothek von ca. 1300 Elemente. Die sind in über verschiedene Fächer, wie zum Beispiel Geschichte, Erdkunde, Biologie, Chemie. Wir sind gerade dabei, diese Inhalte nach verschiedenen Lehrplänen zu organisieren. Das heißt, dass es für deutsche Lehrpläne passend ist. Aber im Großen und Ganzen ermöglichen diese 1300 Ressourcen eine vielfache oder eine vielseitige Verwendung. Und man hat immer noch die Möglichkeit, fremde Elemente reinzunehmen. Wenn Sie zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera haben, dann können Sie selber Bilder schießen, Videos schießen und die im Portal in unserem Software hochladen. Das heißt, Sie könnten in Ihren Gegend oder in Ihrer eigenen Schule Videos oder Bilder drehen, die dann letztendlich in virtuellen Realität angeschaut werden können. Ja, würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal in Aktion an. Vielleicht zeigst du uns ein bisschen die Software, dass man mal einen Eindruck hat, wie das dann Ganze funktioniert und die Lehrer vielleicht auch sehen, dass es halt wirklich nicht so schwer ist. Können wir machen. Super. Ja, das war auf alle Fälle eine ziemlich coole Erfahrung. Also es war mein erster Kontakt überhaupt mit VR. Ich bin froh, mir ist jetzt nicht schwindelig geworden. Vielleicht weiß nicht, wie das ist, wenn es noch länger gewesen wäre. Wenn man das jetzt mal ausprobieren will, was gäbe es da für Möglichkeiten? Okay.
Also die Firma Betzold hat eine super Landingpage, das hier zu finden sind betzold.de/classvr. Das sind alle Infos über die Spezifikationen, über die Inhalte. Und es gibt Kollegen, die dann an Hand sind, um weitere Informationen zu geben und Unterstützung. Die können gerne eine Online-Demo geben. Es gibt auch Demo-Koffer, die man für eine kurze Zeit ausleihen kann, um die Technologie auszuprobieren, ob es Ihnen gefällt, ob es bei Ihnen in der Schule passt. Aber wir hoffen, sehr viele Schulen in Deutschland von Class4R überzeugen zu können. Cool, vielen Dank, Matt, dass du uns das gezeigt hast. Und ja, wenn ihr Bock auf Class4R habt, dann schaut gerne auf die Website und ja, vielleicht holt ihr euch so einen Testkoffer oder macht mal bei einem Online-Seminar mit. So, und wir schauen jetzt weiter, was noch auf der Messe zu bieten ist. So, ich bin jetzt hier in der Startup-Szene auf der Didakta und ja, das Problem Unterrichtsausfälle ist ja halt schon immer ein Riesenproblem. Also es wird eigentlich immer mehr, weil immer weniger Lehrer da sind. Hier gibt es einen Stand, die wollen was dagegen machen. Und was, das erklären Sie uns vielleicht jetzt selber. Bei mir ist der Tobias. Ja, was macht ihr gegen den Unterrichtsausfall? Ja, wir haben mit Online-Vertretungsstunden eine Plattform gebaut und produzieren multimediale Unterrichtsvideos. Das heißt, das sind komplette Unterrichtsstunden, die durch Videos und interaktive Aufgaben den Lehrerinnen und den Schulen die Möglichkeit geben, bestehende Probleme, die durch Lehrermangel, durch Krankheiten etc. auftreten, ein bisschen was entgegenzusetzen. Wir hoffen, dass wir damit nicht nur im Krankheitsfall ein wichtiges Hilfsmittel sind, um den Schülerinnen und Schülern zu helfen, sondern dass wir auch die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen können, indem wir hochqualitatives Videomaterial von Experimenten, von Animationen etc. zur Verfügung stellen, das natürlich auch ideal in der Unterrichtsergänzung genutzt werden kann. Welche Fächer sind da Schwerpunkte? Deckt ihr alles ab oder habt ihr euch auf einzelne spezialisiert? Genau, wir sind ja ein Startup und sind also noch relativ jung. Wir decken im Moment Physik ab von der 5. bis 8. Klasse, bundeslandübergreifend und schulformübergreifend. Das heißt, wir haben einen relativ großen Pool an Themen und sind ständig dabei, den zu erweitern. Wir haben vor, ab nächstem Jahr dann wahrscheinlich auch Chemie abzudecken und eben den kompletten Lehrplan für Physik. Und wer produziert die ganzen Inhalte? Macht ihr das selber oder habt ihr da einen Pool aus Lehrern, die das als Hobby nebenbei machen? Genau, also wir sind ein recht motiviertes Team, das schon länger in der Education-Branche tätig ist. Und wir produzieren alle Inhalte selber, aber natürlich in Zusammenarbeit mit bestehenden Lehrern, mit Fachkräften aus der Didaktik, die für uns Skripte liefern, die unsere Skripte gegenchecken, die uns Feedback geben, wie unsere Videos produziert sind, damit das eben dem Anspruch, den eine Schule auch hat, gerecht werden kann. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Und falls mal Krankheitsfall entsteht, dann habt ihr hier vielleicht die Möglichkeit, die Ausfälle irgendwie zu kompensieren. Weiter geht's. Das Brettplanspiel Pitch Your Green Idea bringt allen Interessierten das Thema nachhaltige Organisationsentwicklung näher. Zudem können verschiedene thematische Schwerpunkte gesetzt werden. Im geschützten Raum des Spiels können die Teilnehmenden kreative Ideen zur Lösung drängender gesellschaftlicher und ökologischer Probleme entwickeln und sich auf unterhaltsame Weise mit Nachhaltigkeit und Unternehmensführung auseinandersetzen. Entscheidungen können reflektiert werden, ohne tatsächliche Auswirkungen auf die eigentliche Realität befürchten zu müssen. Und dann bin ich noch der Frage nachgegangen, was ist eigentlich digitale Bildung? Ich glaube, eine richtige Chance, um Bildung auch weiterzubringen, hat natürlich auch ein großes Risiko, weil das muss ordentlich finanziert werden, damit es nicht zu neuen sozialen Ungerechtigkeiten kommt, dadurch, dass sich einige Geräte leisten können und andere nicht und muss dementsprechend auch ordentlich finanziert werden. Ja, das ist eine gute Frage. Also digitale Bildung in meinem, also für mich ist das, die Kinder so zu erziehen, dass sie auch klar sind für eine Welt, in der sie aufwachsen im Endeffekt und auch mit den verschiedenen Mitteln, mit denen sie dann später arbeiten. Und, aber es geht sich ja nicht nur um Arbeiten, es geht sich auch im privaten Bereich, ist ja alles digital. Man muss halt gut damit umgehen können und es macht natürlich Sinn, dass man da auch in der Erziehung, in der Bildung schon mit konfrontiert wird.
Und zudem bieten digitale Tools natürlich noch unendlich viele Möglichkeiten, mehr aus der Bildung rauszuholen, als wir es bis jetzt hatten. Also in allen möglichen Fächern. Also ich denke, dass das ungefähr meine Vision dazu wäre. Für uns ist digitale Bildung die Verknüpfung der Lehrinhalte mit den aktuellen Anforderungen an den Medienwandel, also die digitale Welt. Das Bundessprachenamt hat schon seit einer sehr langen Zeit das digitale Lernen als sehr wichtig betrachtet. Wir haben bereits vor über 10 Jahren ein Konzept für computerunterstützte Sprachausbildung entwickelt, um all die Möglichkeiten, die das digitale Lernen bietet, für unsere Lehrgangsteilnehmenden auch anzubieten. Wir haben es immer aber auch als eine Ergänzung gesehen. Erst recht jetzt in der Corona-Zeit, wo auch wir in den digitalen Unterricht, in das Online-Unterrichten übergehen mussten, haben wir auch sehr deutlich festgestellt, dass gerade für Sprachausbildung, die erlebt durch Kommunikation, sehr lebendige Kommunikation, und wo wir auch in unserem Unterricht wenig Frontalunterricht bieten, sondern eben ein sehr starkes kommunikativ, sehr stark auf das Sprechen bezogene und Unterricht machen, haben wir festgestellt, digitales Lernen ist eine hervorragende Ergänzung, aber kann den Präsenzunterricht, also das lebendige Gespräch im Unterricht, nicht ersetzen. Also ich glaube, für den Philologenverband kann ich in erster Linie sagen, was digitale Bildung nicht ist. Digitale Bildung ist mit Sicherheit nicht die Lösung aller Probleme, so eine Art didaktische eierlegende Wollmilchsau. Das ist ein komplexes Phänomen und ist auch immer abhängig davon, welche Bedingungen in Schule vorherrschen, technisch, personell, organisatorisch. Das ist ja gerade ein Riesenthema. Es besteht in dem Zusammenhang aber natürlich die Gefahr, dass eine gigantische Reformbaustelle, analog zum Beispiel zum Bereich der Inklusion, in den Schulen eröffnet wird, die aber nicht zum Abschluss gebracht wird. Digitalisierung bedarf einer erheblichen Ressourcensteuerung. Und vor allen Dingen natürlich im Zentrum des pädagogischen Lehrerhandelns steht die sogenannte pädagogische Freiheit. Das heißt, letztendlich muss es der einzelne Lehrkraft überlassen bleiben, an welchen Stellen digitale Medien, digitale Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Zum Teil hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Digitalisierung auch so eine Art Selbstzweck ist für eine andere Agenda. Digitalisierung kann nach unserem Dafürhalten auch nicht losgelöst gedacht werden von Inhalten und vor allen Dingen von der Qualität von Inhalten. Auf der anderen Seite bietet sie natürlich bei richtiger Anwendung gigantische Chancen. Was aber natürlich auch nicht passieren darf, ist, dass mehr und mehr der Lehrer in so eine Art Rolle als Lernbegleiter degradiert wird, zum Beispiel durch die Anwendung automatisierter Prüfungsverfahren und dergleichen mehr. Denn man darf nicht vergessen, am Ende ist und bleibt Unterricht immer ein personaler Prozess und ist Beziehungsarbeit. 2 Tage Didakta sind für mich jetzt leider schon vorbei. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was hier alles so geboten war. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr dann auf der Didakta in Stuttgart. Würde mich freuen, den einen oder anderen von euch zu treffen. Ich packe euch alle möglichen Links und Infos unten in die Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, abonniert gerne den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, dann vermutlich wieder aus dem Studio. Ich bin der Christoph und tschüss.